Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke The Legend of Zelda Teil 2 und es geht weiter. Schauen wir mal, wo ich aktuell gerade bin auf der Landkarte hier. Aktuell bin ich gerade hier und habe hier offscreen ein bisschen gegrindet. Hier übrigens ein ganz toller Platz zum Grinden, immer hier schön mit Feuer verzaubern und wenn man am Game Over ist, hier gleich wieder aufladen, das so lange wiederholen, bis man gescheit hochlevelt. Ich habe das jetzt, ich habe mich 3 Levels, glaube ich, hochgepusht hier. In dieser Folge gehen wir hier rauf durch den Tunnel und dann möchte ich mir das Dorf anschauen und vielleicht gehe ich auch gleich rüber hier zum Irrgarten. Mal schauen. Gut, gib die Karte weg, lasst uns das Spiel sehen. So, da sind wir schon. Hier noch meinen Screen rüberziehen. So gefällt mir das. Gut, wir sind hier schon auf Life Level 7, Magic auf 6 und auch Schwert auf 6. Also gut ausgestattet hier, gut ausgestattet. Gut, dann lasst uns mal darauf schauen. Ich glaube, kann ich den ohne Verzauberung killen? Ja, geht. Weil hier gibt es schon eine Menge Gegner, die man nur noch mit Verzauberung killen kann. Also mit Verzauberung meine ich hier diesen Feuerspruch hier. Der ist wirklich sehr viel wert. Ohne dem geht praktisch gar nichts mehr hier. Nächste Fledermaus, auf Wiedersehen. Erschießen können ist hier ganz praktisch. Oh, was bist du für einer? Was bist du für einer? Ach, okay, da brauche ich Feuer. Dreck. Ja, ihr seht, falls es jemand noch nicht wissen sollte, ich spiele mit Safe Games. Brezelt ihn da weg. So. Gut weggebrezelt. Sehr gut. Gut, für den braucht man also den Feuerspruch, sonst kommt man hier nicht weit. Ja, den sollten sich offensichtlich hier dringend holen vorher. Gut, was machen wir jetzt? Schauen wir zuerst ins Dorf? Schauen wir zuerst ins Dorf rein. Ich habe jetzt nicht... Haben wir jetzt nicht durchgelesen, was man hier im Dorf alles machen kann. Uah. Mist, er ist weggebrezelt, das taugt nicht. Nein, das taugt nicht, wenn ich weggebrezelt wäre und mich abgespeichert habe. Ah, doch noch in den Wald reingelaufen. Ich wollte eigentlich extra nicht in den Wald rein. Dreck. Blöde Augen. Ich schaue, dass ich da rüberkomme irgendwie. Ich möchte ins Dorf mal schauen. Ob da irgendwas Nützliches gibt. Komm schon. Ah, man braucht eh nur 2 Schuss für die. Dreck. Ich bringe aber 20 Punkte, das ist gar nicht so schlecht. Ah, komm an. Ach, Dreck. Okay, das ist eigentlich nicht wert. Wo mache ich es dann eigentlich? Es ist nicht wert, es ist es nicht wert. Ich kill dich noch. So. Da habe ich hart Leben verloren, deswegen Dreck. Aber bis ins Dorf schaffe ich es hoffentlich, ne? Der Schlag nach unten ist auch das Wichtigste, oder? Yes! Da wollen wir unser Leben. Und? Naja, das war ja gar nicht so schlecht. Na, noch so eins. Ah, da ist es mit Blubberbläschen. Ich hasse Blubberbläschen. Ich hasse Blubberbläschen. Die werden dann später noch relevant. Die Blubberbläschen nerven dann richtig, richtig hart, noch wenn es Richtung Endboss geht. Ich kann mich noch erinnern, die haben mich damals immer zur Verzweiflung gebracht. Ah, und tun es auch heute noch. Sie tun es auch heute noch. Gut, durchrushen scheint zu helfen. So, rein. Wie heißt diese Stadt hier? Mountain Town of Darumnia. Gut. Hätten wir es auch besprochen. Gute, schöne Dame.
Wie kann ich Ihnen helfen? Du kannst mir nicht helfen, aber vielleicht kann ich dir helfen. Daran hat sie natürlich nicht gedacht. Warum ist da oben so ein Rauchfang? Das ist verdächtig. Schauen wir mal da rein. Ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Nö. Aber warum haben die Häuser denn einen Rauchfang da? Was soll das? Die haben alle einen Rauchfang hier. Ja. Gute Dame, wie wär's mit ein bisschen Lebenssaft? Ja, ich raste mich gerne ein bisschen bei dir aus und hol mir den guten alten Lebenssaft zurück. Ich sag das absichtlich so penetrant. Und dann gibt's noch den Marquis-Saft. Den holen wir uns hier drinnen. Bei der alten Dame. Spezialmedizin von der alten Frau. Super, danke sehr. Gut, da kann man nicht reingehen. Wieso auch immer. Vielleicht kann man da von irgendwo mit Jump dann da unten rauf. Ich weiß es nicht. Vielleicht müsste man da irgendwie raufspringen versuchen. Könnte man probieren. Ich habe jetzt absichtlich nicht zu viel in der Komplettlösung rumgestöbert. Und meine Erinnerung an das Spiel sind gleich null, also ist einfach schon zu lang her. Da kann ich auch nicht rein. Nee. Aber es gibt doch in jedem Dorf irgendwas. Gut, was sagst du mir? Ich werde es versuchen, alte Frau. Ich werde es versuchen, ehrlich. Ja, und du killst mich dafür jetzt. Du bist irgendwie eine seltsame alte Dame. Du musst sterben. Fledermausdame. Die Fledermausdame muss sterben. Okay. Kann ich da irgendwie reingehen? Auch nicht. Nope. Okay. Was willst du mit dir? Ich soll das gekidnappte Kind retten auf der Insel. Also im Irrgarten auf der Insel gibt es wohl ein gekidnapptes Kind. Gekidnappt sozusagen. Und das müssen wir finden. Okay, das ist wohl hier der Auftrag in dieser Stadt. Was ist mit dir, kleiner Mann? Was geht? Ein richtig starker Ritter lebt hier. Okay, gut zu wissen. Ich weiß nicht, wie das Wetter hilft. Aber wahrscheinlich, wenn ich der alten Dame helfe, komme ich dann zum starken Ritter vielleicht. Ich kann mal versuchen mit Jump was zu auszurichten. Kann ich irgendwo aufhüpfen? Ja. Kann ich darauf hüpfen? Oh, da kann ich drauf hüpfen. Bringt das irgendwas? Wieder in den Raufall rein oder so? Kann ich da rein? Nope. Okay, bringt nichts. Schauen wir mal, ob das da irgendwo noch was geht. Müssen das sowieso nochmal aufladen hier. Dann kann ich da raufhüpfen, ja. Na, das geht sich nicht aus. Oder? Nicht knapp genug abspringen vielleicht? Na. Einmal versuch es noch. Na, es geht sich nicht aus. Es geht nicht. Schauen wir in die Richtung. Mal da oben noch irgendwas reißen. Doch! Wahnsinn, ich bin hier richtig stolz auf mich. Ohne Komplettauflösung. Yeah! Ja, man darf nicht zu viel in die Komplettauflösung schauen. Macht schon Spaß, es selber rauszufinden. So schwer ist es dann. Eigentlich ist es schon so schwer. Aber egal. So. Aha, kann ich jetzt nach oben schlagen beim Springen? Ja, das ist ja geil. Ich bin nach oben, unten. Gut. Richtig fein. Richtig fein, dass ich mir das geholt habe. Das wird mir nämlich das Leben sicherlich ein bisschen erleichtern hier. Demnächst. Ah, richtig fein, das Quiffen. Ja. Richtig geil. Gut. Schön aufgepowert. Gut, was holen wir uns jetzt? Jetzt müssten wir uns noch den guten alten Lebenssaft wieder zurückholen. Und Magie.
Wo war denn das? War das rechts? Ich glaube. Ja, gut, dass ich da die Dächer noch untersucht habe. Aber es war auch irgendwie aufgelegt. Also es war schon... Wenn man Zelda 2 kennt, war es schon sehr verdächtig. So, danke für deine Medizin, gute Frau. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Lebenssaft mit der anderen schönen Frau, Yoda. Danke sehr und tschüss. Ich bleib nicht länger, ich gehe gleich wieder. Gut, speichern wir uns ja ab und suchen mal das Kind, hätte ich gesagt. Suchen wir mal das Kind und gehen mal in den Irrgarten. Ah, Dreck. Dreck. Man kann so viel Pech haben. Blubberbläschen. Also ihr seht schon, ich mag die nicht. Ich mag die wirklich nicht. Die stinken nach Urin. Die will ich nicht. Na, schöner Kombo. Nein, bringt es eigentlich nicht. Gut, ich gehe da durch den Wald. Ah! Und starke auch noch. Verdammte Kacke. Einfach durch. Kill einen nur weg. Das bringt nichts. Mach mal Feuer. Ja, ohne Feuerzauberspruch geht dir. Was ist los mit dir? Hör auf zum Hüpfen. Du. Achs. Dreck. Gut. 300 Punkte dafür bekommen. Naja, wenigstens was. Vielleicht könnt ihr ja nach oben hauen. Ah, schon wieder. Tschüss. So, ab. So. Ah, man ist instant über der Brücke. Ich habe jetzt nichts geschnitten, das ist einfach so. Man ist instant über der Brücke. Okay. Ja. Warum hat man das so gelöst? Verstehe ich nicht ganz. Wahrscheinlich lädt es neu komplett in den Speicher. Wahrscheinlich wäre die Welt sonst zu groß. Muss irgendwie sowas sein, anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, jetzt muss ich das Kind suchen. Ich gehe mal rechts entlang. Rechts entlang ist eine Sackgasse. Gut. War es jetzt gut, dass ich da reingefallen bin oder nicht? Ich muss hier jetzt mal noch in irgendeine Richtung gehen. Schauen wir mal in welche. Gehen wir mal nach links. Ich gehe normal immer zuerst nach rechts, aber jetzt gehen wir zuerst nach links. Okay. Dann will ich schauen, was ist rechts. Was ist rechts? Na, warum dreht sich der um, der Blödi? Ha, wieso? Die Kontrolle irgendwie abgerutscht. Das Kind. Das Kind, jawohl. Sehr gut. Sorry, wenn ich ein bisschen huste ab und zu. War ein bisschen verkühlt. Keine Angst. Nicht das böse Ding, sondern einfach nur ein bisschen schnuppern. Nein, ich gebe das Kind jetzt zurück. Ich möchte einfach das Kind zur Mama bringen. Das ist mir irgendwie ein persönliches Anliegen. Oh, das ist natürlich nice. Das ist richtig fein. Das gefällt mir. Sehr gut. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig, dass ich das gleich mache, aber das Kind gehört zur Mama, seien wir uns ehrlich. Das hat da nichts zu suchen auf so ein Abenteuer mit mir. So, kommen wir wieder die depperten Blubberbläschen gleich. Nein. Dreck! Okay. Verdammt.
Ich habe mich nicht abgespeichert, ich muss das hier nochmal machen. Verdammter Dreck. Ah, lass mich in Ruhe, Mann. Hol mir das Kind. So, tschüss. Wobei, eigentlich will ich dich schon auch gern fertig machen. Ich mach dich noch fertig. Ah, oder du machst mich fertig. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. So. Sehr gut, tschüss. So, jetzt speichere ich mich aber ab. Jetzt bin ich nicht so doof. Das Kind muss eigentlich einfach heim zu Mama. Das ist mir ein persönliches Anliegen jetzt. Außerdem bin ich extrem neugierig, was ich da jetzt bekomme. Ich weiß es nämlich nicht. Fuck! Dreck. Natürlich bekomme ich hier nicht wieder die coole Fee, wie so wie vorhin. Ich sollte mir wahrscheinlich einen Zauber anwenden. Lebenssaft. So. Okay. Warum das hier der Waldweg so ein Weg ist mit viel Wasser und erscheint mir jetzt nicht so ganz logisch, aber es ist ganz nett gemacht. Zugegeben. So. Die Magie wieder zurückgeholt, dann kann man vielleicht nochmal Leben holen. Vielleicht brauche ich es. Vielleicht. Nicht so unwahrscheinlich. Abspeichern hier, bevor ich hier wieder abnibbel. Abnibbeln. Das ist ein gängiger Ausdruck eigentlich, abnibbeln. Apropos gängige Ausdrücke. Ach, ich würde mich über ein paar Kommentare freuen. Also ich weiß, die meisten Leute spulen ja einfach nur durch zu der Stelle, die sie sehen wollen, weil sie sich blablablub holen wollen und nachlesen wollen, wie das geht. Deswegen verlinke ich ja auch immer die einzelnen Szenen mit Timecode unten in der Beschreibung. Aber ich freue mich auch über Kommentare wie danke, hat mir geholfen oder das und das hättest du besser machen können. Nette Dame in Rot, bitte einmal. Hallo, Entschuldigung, bitte, danke. Einmal Lebenssaft. So, der Zaubersaft. Ups. Ja, ich weiß nicht, warum die einen auffüllen, aber mir gefällt der Gedanke einfach, dass sie einem Saft geben. Der Saft, woher ist das schon nochmal aus? Wie heißt die Serie? Nein, die TV-Sendung mit dem Saft. Spaceballs, genau, das war's. So, da. Ich bin ein Held. Ich hab das Kind gerettet. Ich glaube, aber jeder hat ein Enkelkind, oder? Egal. Deine Mutter bist du ein bisschen alt. Muss ich dir leider sagen. So, ist das unter dem Tisch? Nein. Ich schau immer nach dem Monster unter dem Tisch. Ich weiß nicht wieso. So, da, was gibt's hier? Was krieg ich hier Gutes? This magic will shield. Reflection, aha! Reflektionsschild. Also ich glaube, du braucht aber richtig viel. Braucht fast so viel wie live. Cool. Ja, ich glaube, das werde ich noch brauchen. Danke, Herr Zaubermann. Ich danke Ihnen sehr. Dafür rette ich Ihnen auch gern nochmal ein Kind, das sich im Irrgarten verlaufen hat. Kein Problem. Link, der Held macht das. Gut, haben wir uns gleich aufgeladen mit Energie, wieder gehen wir raus. Wir sind ja 19 Minuten erst, also bin ich ja super schnell unterwegs. Mit Komplettauflösung wäre es auch nicht schneller gegangen. Gut, schauen wir mal noch zum nächsten Dungeon, zur Insel, über die Brücke. 1500 Erfahrung haben wir, 3500 brauchen wir. Das ist gar nicht mal so weit weg. Zap. Ah! Okay, das nervt jetzt natürlich.
möchte eigentlich keine Energie verlieren, lieber. Ah, wieso denn, du dummer, dummer Mist? Weg. Gut. Die Blubberbläschen killen mich wieder weg. Ja, nicht nur die Blubberbläschen killen mich weg. Alles ist wieder feindlich gesinnt hier an mir. Und die Blubberbläschen kommen natürlich genauso raus, dass sie mich wegbrezeln. Nochmal Blubberbläschen. Nein, diesmal ohne. Geh, Dreck! Gut. Ah! Na, besser hier als dort. Ah, gar nicht mehr so schlecht gemacht. Ah, nein! Naja, immerhin. War nicht so schlimm. So, gehen wir im Gras weiter. Ist weniger gefährlich, glaube ich. Immer schön im Gras gehen. Noch ein extra Leben gewesen. Gut, dann gehen wir mal links, ganz links gehen wir mal. Gut, das bringt es gleich nicht ganz so. Egal, es kommt aus gleich hier. Kann ich da eigentlich nicht so durchschummeln? Ne, geht nicht. Wenn ich so gehe, was ist dann? Dann spare ich mir das Ganze, oder? Nö, dann komme ich da raus, okay. Okay, irgendwo muss ich sowieso durch. Gut, dann gehe ich eben da durch. Ah, Dreck! Dass ich dann nach oben kämpfen kann, und das muss ich mich erst gewöhnen. So, da, nach oben. Na komm. Wow. Come on. Wow. Gut gemacht. Gut, gehen wir darauf. Ich will irgendwie diese Ecke reinschauen. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, ist nix. Hier hatte ich Bock auf diese Ecke. Okay, da ist ein Blob. Ein Blob? Schon lange kein Blob gesehen hier. Macht hier ein Blob. Der Blob killt mich. Der Drecksblob hat mich gekillt. Das kann nicht sein. Okay. Komm mal, Blob. Blob. Mach dich fertig. Na komm runter. Das sind so unberechenbar, die Dinger. So, tschüss. Zwei Punkte. Nicht so ausgezahlt. Ah. Ah! Super! Extrem lässig! Leben! Magio! Bam! Wieder aufgepowert! Nice! So there! Wie gehen wir jetzt weiter? Nochmal Feuer. Ja. Wir müssen einfach sterben, die Dinge hier. Das ist mein Anliegen. Nur ein paar Gegner fertig machen. Wir müssen aber fast auf 2000. Aha, dann haben wir eine Magie gefunden jetzt, aber. Ja, dann nehmen wir uns halt nochmal Leben, was soll's. Noch ein Gegner, ich dachte, es kommen keine mehr. Das hätte ich mir die Magie erst später geholt. Noch mal mehr Magie. Er droppt da die Magie, als gäbe es kein Morgen mehr.
So, da speichern wir uns mal da ab und ich glaube, ich muss so obere gehen, oder? Ich weiß nicht. Weg dieser 2000 Punkte, 1500 noch. Für das nächste Level. Nächstes Level ist, glaube ich, Magie. Ah, Dreck. Weg. 2100. Schauen wir mal, ob ich da richtig bin. Ah, schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja, nice. Oh, oh, oh. Das Projekt tut mich hier gleich weg. Das war natürlich dumm. Aber wir nehmen uns hier. Das war richtig dämlich, dass ich jetzt gemacht habe. Ich wollte eigentlich noch aufladen vorher. Ah, das ärgert mich. Okay. Ich muss da nochmal zurückspringen. Das hat mich einfach zu viel Leben gekostet. Ganz deppert. Richtig, richtig, richtig dämlich. Alter, dafür mache ich jetzt alles besser. Besser gebrezelt. Weg damit. So, so ist gut. Gleich wieder abspeichern. Er muss öfters abspeichern. Ich meine, wenn man schon mit Safe Games spielt, dann gleich richtig. Okay, und hier sind wir jetzt im nächsten Dungeon. Ich mache hier mal einen Cut. Schauen wir dann demnächst an, wie dieser Dungeon genau funktioniert, damit ich nicht zu viel herumirren muss. Und sage bis gleich, ich verlinke euch da gleich mal was. Entweder gleich die nächste Folge, je nachdem wann ihr das seht, oder ein anderes Game. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Ciao, ciao.